Anton Hofreiter, die grüne Führung tritt ab. Cem Özdemir, Simone Peter. Was bedeutet dieser Führungswechsel für die Grünen? Dieser Führungswechsel bedeutet erstmal, dass man mit Cem, der jetzt sehr, sehr lange die Partei geführt hat, ich glaube am längsten als Parteivorsitzender überhaupt, ja einen sehr, sehr beliebten Politiker in der Funktion verlieren, aber er ist ja nicht weg. Er wird ja in weiteren Funktionen erhalten bleiben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die Möglichkeit, dass es Erneuerung gibt. Und wir haben ja drei spannende Kandidaten bzw. Kandidaten mit Anja Piel, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Das bedeutet auf der einen Seite schade, dass Simone und Cem aufhören. Auf der anderen Seite eine Chance für einen neuen Aufbruch. Es ist ja kein Geheimnis, dass Cem Özdemir gerne Ihren Job gehabt hätte, also Fraktionsvorsitzender im Bundestag geworden wäre. Jetzt hat es nicht geklappt, weil Sie im Amt geblieben sind und gewählt wurden. Ja, können sich die Grünen es denn tatsächlich leisten, so ein politisches Fund, so ein Talent wie Cem Özdemir in die zweite Reihe zu schicken? Cem wird mit seiner großen Medienpräsenz und seinen großen Fähigkeiten, Dinge klar und einfach und deutlich darzustellen, weiter eine sehr, sehr wichtige Rolle bei uns spielen. Da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt wird Robert Habeck ja wahrscheinlich gewählt, wenn die, ich sag jetzt mal, Lex Habeck durchgeht. Wer soll ihm denn an die Seite gestellt werden? Wen wünschen Sie sich denn? Wir haben da zwei gute Kandidatinnen. Wir haben auf der einen Seite Annalena Baerbock, die sehr viel Erfahrung in Sondierungen gewonnen hat, die stark für das Thema Klimaschutz steht. Auf der anderen Seite Anja Piel, die sehr viel Regierungserfahrung hat, die gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, auch in schwierigen Zusammenhängen die Partei zusammenzuhalten und die das Thema Soziales stark mit einbringt. Deshalb, es werden beides gute Kandidatinnen. Also da bleiben Sie diplomatisch und legen sich nicht fest. Trotzdem, Herr Hofreiter, es kann ja passieren, dass zwei Realos die Führung der Grünen übernehmen würden oder werden. Warum ist die Linke auf dem Rückzug bei den Grünen? Ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung von außen ist. Die Grünen waren immer stark, wenn sie ihre Pluralität deutlich gemacht haben und diese Pluralität auch in Personen. Aber es waren auch immer alle, die an der Spitze waren, haben die gesamten Grünen repräsentiert. Ich bin auch nicht Fraktionsvorsitzender für den einen oder anderen Flügel, sondern für die gesamte Fraktion. Und ich bin mir sicher, dass egal wer gewählt wird von diesen Kandidatinnen und Kandidaten, die das so handhaben werden. Sie sind Fraktionsvorsitzender gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt und müssen die Partei, die Fraktion genauer gesagt, jetzt für die Oppositionsrolle aufstellen. Wo sind denn die Akzente, mit denen Sie sich profilieren können in Zukunft? Ich glaube, die Akzente werden deutlich mehr sein, als wir uns das als Bürgerinnen und Bürger wünschen können. Nämlich diese große Koalition erweist sich als völlig ideenlos und richtungslos, wenn Sie daran denken, dass das Erste, was Sie getan haben, waren die Klimaschutzziele aufzugeben. Die Klimaschutzziele einzuhalten wäre nicht nur wichtig für die Rettung unserer Lebensgrundlagen, sondern es wäre ein Modernisierungsprogramm für das ganze Land gewesen, für die Industrie in unserem Land. Sie hätte nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen. Allein dieses Beispiel zeigt, wie dringend notwendig es ist, dass diese langweilige, ideenlose große Koalition eine starke Opposition bekommt. Naja, sie ist ja noch gar nicht zustande gekommen. Nächste Woche, so ist zu hören, vielleicht am Wochenende, 7 bis 10 Tagen, will man fertig werden. Was glauben Sie, was unterm Strich da rauskommt, was die aushandeln? Dass sie sich den Klimaschutz vornehmen, ist klar. Aber sind da nicht Aspekte bei, die schon unter Jamaika eigentlich mit ausverhandelt worden sind? Natürlich macht so eine große Koalition auch nicht alles falsch. Das wäre ja auch schlimm, wenn sie alles falsch machen würde. Aber in den großen Umbruchzeiten jetzt anstehen, bräuchte man eine große Idee für Europa. Da müsste man eine klare Antwort auf Macron finden. Hat die Martin Schulz nicht? Ich weiß es nicht, ob Martin Schulz sie hat. Ein paar Dinge stehen ja im Sondierungspapier drin, aber man hat nicht den Eindruck, dass er noch in der Lage ist, es wirklich gegen die Union oder in der eigenen Partei durchzusetzen. Wenn es jetzt zu einer Führung, sagen wir mal, Frau Baerbock zusammen mit Herrn Habeck kommt, wie wird dann die Arbeitsteilung mit Ihnen beiden aussehen, mit Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter? Ich halte nichts davon, zu spekulieren darüber, wer gewählt wird. Aber egal, wer gewählt wird, wir werden vernünftig zusammenarbeiten. Nämlich Katrin und ich haben immer gezeigt, dass wir gut zusammenarbeiten können, den Gesamtladen repräsentieren. Und es wird uns mit all den drei im Moment in Frage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten gelingen. Vielen Dank, Herr Hofreiter.